So Leute, da sind wir wieder, gleich im achten Tag im Frühling, Jahr 1. Und wir sind wieder da, das heißt Bloody Fox und... The Vardrag. Genau. Wow. Ja, wir sind wieder da. Wir sagen es diesmal ganz am Anfang. Wenn ihr sehen wollt, was bei beiden passiert, schaut doch einfach beim jeweils anderen noch schnell rein. Macht euch das Video auf dem zweiten Bildschirm oder beide etwas kleiner oder so. Schaltet bei einem das Tongedöns aus und dann könnt ihr munter zugucken. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich werde das, nachdem die ersten Folgen raus sind, einfach mal probieren. Okay. Dann würde ich sagen, geht es los. Okay. Wir müssen uns übrigens noch überlegen, dass wir sowas wie ein... schaffst du's? Hast du morgen Zeit, Bartrak? Nee, ich will morgen arbeiten. Ach, verdamme ich noch eins. Ich hätte dich sonst beauftragt mit dem Artwork für unsere Thumbnails. Ja, da müssen wir mal gucken. Für so Daumennägel. Thumbnails kriegen wir bestimmt irgendwo tolle her. Ich könnte ja zur Not einfach meine anderen nehmen, die ich für meine... Willst du wieder in die Mine gehen? Ich will nichts sagen, aber eine Kartoffel hat nur eins gegeben und die andere Kartoffel hat mir vier gegeben. Ich gehe wieder in die Mine, glaube ich, ja. Ja, dann gieß nicht so viel. Scheiß drauf. So, ich hebe erstmal nur eine Kartoffel auf, verkaufe die andere. Wie sieht aus mittlerweile? Ja, ganz gut. Ich nehme mal die Geoden mit und gehe mal zu Gunther heute noch, ne? Ist in Ordnung. Zu Clint und Gunther. Ich habe ja sowieso noch ein paar. Ich überlege gerade, brauche ich noch irgendwas? Ja, ich brauche meine Field Snacks. Ich bräuchte mal mehr zu essen. Wir brauchen richtig Sachen, die man gut essen kann. Gibt es eigentlich sowas wie Multi-YouTube? Wie Multi-Twitch? Keine Ahnung, bestimmt. Wir könnten aber einfach Multi-Twitchen. Könnten Multi-Twitchen, aber dann muss ich auch mit streamen. Achso, nee, das wollten wir ja nicht. Achso, nee, das war gar nicht Sinn der Sache. Also, okay. Ich könnte, aber... Du willst nicht. Ich will nicht. Richtig. Okay, du musst dich übrigens mal darum kümmern, dass wir hier mal was ordentliches zu essen reinbekommen. Was zu essen? Ich kann Fischdings kochen. Was brauche ich dafür? Eine Küche? Ich sehe das Rezept ja nicht. Wir brauchen erstmal eine Küche. Ja, ja. Nee, was wir tatsächlich machen könnten, wäre halt einmal sammeln natürlich mehr. Ich muss auch mehr sammeln. Das da. Moment, nee, das da. Ich meine, ich hab 12 Grünalgen und 8 Seetang. Wenn du eine Seetang-Diät machen willst. Lost sagt, es gibt Multi-YouTube. Was dann? Mutub? Achso, ViewSync. Ja, mal gucken. Müssen wir uns mal angucken. Fox, wir müssen demnächst mal zu zweit zum Schmied gehen. Wieso? Einfach. Kennst du den Bug mit dem Pferd, was man hinter den Eisstand stellt? Ah, das beim Schmied ausprobieren. Ob das mit dem zweiten Spieler auch geht? Ich weiß es nicht. Nur mal gucken. Kein Platz in deinem Inventar. Ach stimmt. Oh, ich Geoden wegbringe ist ja scheiße, wenn ich keinen Rucksack habe. Ich könnte mir einen Rucksack kaufen. Ja, kauf dir einen Rucksack, wir haben 2002. Da ist Blumenkohlsaat. Ich krieg die Belohnung auch! Super! Du hast bis jetzt nur Blumenkohlsaat gekriegt, oder? Ja. Jetzt gibt es noch zwei Belohnungen mehr. Okay, Prehistoric Tool, Amphibian Fossil, Star Shards. Melonensaat? Blumenkohlsaat und die Hühnerstatue. Hattest du die Hühnerstatue schon erst? Warum habe ich denn die Hühnerstatue nicht bekommen? Hätte ich die nicht kriegen müssen, als wir die Hühnerstatue weggegeben haben? Ich glaube, du brauchst die Hühnerstatue und mindestens irgendwie 7 Abgaben oder sowas. Ach so. Dann können wir uns jeder eine Hühnerstatue ins Zimmer stellen. Ich will keine Hühnerstatue. Außerdem kannst du die nur draußen hinstellen, glaube ich, oder so. Nein. Ich weiß es doch nicht. Es gibt auf jeden Fall noch einen Lightning-Bug, wenn ich die Ebene runtergehe, wenn die Ebene dunkel ist und ich gehe die Treppe runter, dann wird auf einmal die Ebene kurz hell. Das sollte nicht sein, nehme ich an. Ich wollte keine Kohle. Jetzt habe ich eine Kohle gekauft. Ach, das ist schon Dreck. Wollte ich gar nicht. Vor allen Dingen, weil es unglaublich teuer ist, weil man halt für 100, wenn man dann später einen Charcoal-Kiln hat, also einen Holzkohleofen, kann man sich für 100 halt einfach Holz holen, 10 Stück. Ja, ich hab mich einfach verklickt.
mich verklickt. Du sollst bei dem gar nichts kaufen, wir brauchen nichts von dem Arsch. Ich wollte nichts kaufen, ich wollte was verkaufen, weil mein Inventar voll ist. Ach so. Und ich mit Escape nicht aus diesem Gespräch raus kann. Das regt mich auf so ein bisschen. Aber es wäre sehr lustig, wenn das funktionieren würde mit dem: Hey, ich bin jetzt der Schmied. Look at me, I'm the Smith now. Na toll, weil ich die Kohle gekauft habe, kann ich... Oh. Hier hat es gerade ein wenig geleckt und dadurch... Oh, ein Holzknüppel. Ist der besser als meine Waffe? Ja, aber der Holzknüppel hat immer so eine dumme Angriffsreichweite. Also ich kann dir dafür mein Stahl-Kurzschwert geben. Das hat 4 bis 8, das hat halt 9 bis 16. Ja, kannst du machen. Der ist halt nicht so schnell, der Knüppel. Wieso haben wir jetzt weniger als 2000 Geld? Weil du Geoden hast aufbrechen lassen für 25 das Stück. Oh, ich bin so dämlich. Verkauf einfach irgendwas direkt im Laden. Ja, ich hab nichts zum Verkaufen. Außer die Blumenkohlsaat. Aber die Blumenkohlsaat brauchen wir. Guck mal, ob du irgendwo in der Stadt was zum Sammeln findest. Kannst verkaufen. Ja, mach ich gleich. Ich hab halt auch noch ein bisschen Golderz und Kohle noch. Ja, Kohle. Golderz? Hab ich gekriegt aus einer Geode. Ach so. So, hier kommt die. Krass. Soll ich die Blumenkohl einfach anpflanzen direkt schon? Ja. Der braucht 13 Tage. Ja, ich pflanze ihn einfach random irgendwo hin, wo gerade Felder sind, ne? Ja, gönn dir. Ich meine, ist ja nicht so, dass man das ordentlich machen muss. Ich sollte eigentlich jeden Tag mein Glück nachgucken und dann erst entscheiden, ob ich in die Mine gehe oder ob ich lieber Ich geh gleich mal in den Fernsehen mal dein Glück nachgucken. Du kannst nur dein Glück nachgucken. Ja, und ich kann eine Pferdestatue in mein Haus stellen. Nice. Ich komm neben mein Bett. Pferdestatue? Hühnerstatue. Ja. Jetzt habe ich eine Hühnerstatue neben meinem Bett. Voll nicht witzig. Und ich möchte einen Magnetring bitte haben und einen Leuchtring. Der Ending-Lag vom Holzknüppel ist halt nervig. Yep. Dafür kannst du mehrere Leute wegstoßen. Ja, und er ist halt schon stärker. Ja, Hauptsache Lasagne. Lasagne muss man auch mal wieder machen. Jetzt muss ich erstmal Sushi machen, ich hab noch Sushi-Zeug da. Bevor der Fisch schlecht wird. Oh, also manchmal hat das Spiel schon ein bisschen Hänger, kann das sein? Ja, ich hatte erst zum Beispiel, als ich Kisten gekloppt habe. Kann mir jemand Forellenbarsch bringen, Elliot? Nein, Elliot kann mir niemand bringen. So, ich bin langsam erschöpft, ich esse mal Lauch. Lauch essen. Hühnerlasagne? Das schmeckt bestimmt. Warte, hat eine große Tasche gekauft. Super, wir sind pleite. Ist in Ordnung. Kann ich auch mal meine Fischerkiste leer machen. Fischerkiste. Das ist der Fischerkiste. Ach, wir sind so witzig. Hühnerlasagne kann man bestimmt machen. Was kann man nicht zu Lasagne verarbeiten? Bäume. Doch Bäume in Lasagne schmecken nicht. Das ist eine andere Sache. Ich habe gefragt, was man nicht verarbeiten kann. Ja, seinetwegen sind wir pleite, aber das ist nicht so schlimm. Ne, wir haben ja noch Anlagen und Naturgüter, das ist okay. Außerdem kann ich jederzeit Geld aus dem Meer holen mit meiner Angel. Auf Deutsch gesagt, Wartraket anschaffen. Was? Halt einfach mein Ding ins Wasser. Irgendwas beißt schon an. Wow. Meine Bambusstange. Wow, der war selbst für deine Verhältnisse sehr schlecht. Guck mal, eine Goldforelle hat angebissen, ist perfekt. Eine Goldforelle? Die ist nicht gerade so Sardelle. Klein, oder? Das könnte wehtun. Sardelle. Sardelle. Ja. Forellen leben nicht im Meer. Wenn eine Sardelle da anbeißt, dann mein herzliches Beileid zu deiner Bambusstange. Anschärfen? Nee, so weit sind wir noch nicht. Wir haben noch keinen Barren. Sobald wir eine Scheune haben, kann Wardrak anschärfen gehen. So. Ganz viele Fische angeln, solange ich das Zeit habe. Und
Ja, Suki, du sollst lieb sein. Haben wir doch gesagt. Sag mal, hörst du nicht hin, oder was? Dass du da eine Frage stellen musst. Immer diese Leute, die nicht zuhören. Alter, wie schnell verpuppen die sich denn mittlerweile? Diese blöden Viecher. Tja. Tot. Tot. Wow, die ersten Folgen sind so unglaublich interessant. Die ganze Zeit angeln, die ganze in der Mine. Ich glaube, aber die ist noch interessanter als bei mir. Ja, deswegen gucken die Leute auch bei mir. Stimmt's, Leute? Sagt einfach ja. Ich glaube, ich muss nachher irgendwann nochmal am Bergsee angeln gehen. Ah, ich habe vergessen, ich muss noch eine Fischkiste bei uns auf die Farm stellen, wo ich von jedem Fisch ein paar drin haben möchte. Zum Wegschicken und so weiter dann, ne? Na, für Quests und für die Community Center und so Mist alles. Ja, bei mir, das zählt übrigens nicht, also Minerale zählt und Artefakte anscheinend auch. Egal, wer es gefunden hat, aber Fische zum Beispiel zählt nicht. Aber verschickte Gegenstände zählt für uns gemeinsam, weil ich habe noch keine Dings verschickt. Wir haben noch nicht viel verschickt. Fische musst du ja angeln, das ist es halt. Ja, eben. Nee, es zählt nicht alles. Bei Artefakte zählt nur das, was ich abgegeben habe. Okay. Das ist aber dumm, weil... Das heißt, das kann man im Multiplayer nicht vollbekommen, ja. Ich wette, das kommt im nächsten Patch. Ja, das wird garantiert noch gepatcht. Weil das geht halt gar nicht anders. Beziehungsweise, ich kann noch mal gucken gehen, wenn ich das einfach bei Gunther umlagere. Also einfach nur umsortiere, wenn ich mal was abgebe. Ob ich es dann auch. Das könnte sein. Das könnte wirklich funktionieren, weil er dir jedes Mal unten anzeigt, dass du was abgegeben hast. Eben. Ansonsten können wir ja gern mal an den Entwickler eine Nachricht schicken. Ich meine. Ja, wir können dann Bugs melden. Das ist tatsächlich richtig. Komm. Ich meine, vielleicht ist es ja auch ein Feature. Keine Ahnung. Das wäre ein ziemlich dummes Feature. Okay, jetzt ist es mir spannend. Ich muss mich konzentrieren. Der Fisch ist schneller als die anderen. Und es ist immer noch ein Highwatch. Okay. Manchmal haben die halt echt irgendwie Kaffee getrunken oder sowas. So, oh Gott, das kommt Uhr. Tatsächlich auf den Fisch an. Manche Fische sind halt anstrengender als andere. Und ich habe nichts zu essen mehr mit, oder? Doch, Cave Curls. Ach, sehr gut. Ich bring mal den Seetang und die Grünalgen mit. Die kannst du nächstes Mal mitnehmen. Ja, die Grünalgen, ja. Den Seetang noch nicht, aber... aber es bringt auch nicht Grünalgen so viel. Grünalgen gibt 13 Energie. Und Seetang gibt 13... Ach, die gibt beides 13 Energie. Ist egal. Ich habe Eisenerz gefunden. Yay, eins. Sehr gut. Ich brauche noch eine Leiter, dann bin ich auf Stufe 30. 22, 40, ne? Ja, ich weiß. Aber das sollte ich noch bis Mitternacht schaffen. Ja, ich mache mich schon wieder zurück. Ich bin immer gern früher im Bett. Als ob. Erstmal gut ausgeschlafen dann. Ich war heute auch ausgeschlafen. Ich weiß nicht warum. Ich war gestern auch relativ spät für meine Verhältnisse schlafen. Aber ich war heute Morgen richtig munter. Ey, wenn ich jetzt gerade gleich keine Energie mehr habe. Eine Omnigeode. Sehr schön. Haben wir noch genug Holz? Ja. Mehr als genug. So, dann crafte ich nochmal eine Kiste. Klar, dass man Kisten nicht benennen kann, das wäre lustig. Ja, aber du kannst Schilder davor packen. Ja, die kann ich aber auch nicht benennen. Nein, aber für die Schilder kannst du halt Bilder drauf machen. Ja, aber wenn es eine Fischkiste ist, kann ich kein Bild von einem Fisch drauf machen, sondern nur ein Bild von einem bestimmten Fisch. Ja, ich glaube, dass wenn da ein Fisch drauf ist, dass es als eine Fischkiste ist, das verstehen die Leute schon. Come with me, Bro. Ich muss tatsächlich hier raus und fliehen. Das ärgert mich. Weil ich halt echt nur noch eine Ebene bräuchte. Könnt ihr nicht einfach eine... Ah, verdammt. Morgen wird ein wunderbar sonniger Tag, okay. Was mache ich so lange noch? Ich kann auch mit meiner Spitzhacke nehmen. Ich muss es jetzt schaffen, in einer Stunde zurückzukommen, verdammt. Es ist um 1! Ja, ich war auf Ebene 29 und jetzt wurde ich angegriffen. Ich gehe mal ins Bett, ich will die
Verdammt! Das ist schon zu spät. Oder kriege ich jetzt nicht eine Strafe oder sowas? Du kriegst bestimmt die Penalty und ich werde wahrscheinlich einiges verlieren. Warte mal, habe ich genug Holz? Nein, ich habe nicht genug Holz. Ich könnte eine Kiste bauen und dann sterben, aber nein. Das wird teuer, aber ich schaffe das nicht mehr pünktlich heim. Na, wir haben ja zumindest kein Geld. Sie können uns kein Geld wegnehmen, wenn wir keins haben. Verdammt, wenn du jetzt in meinem Bett wärst, dann könnte ich schneller ins Bett. Und ich bin aber, ich bin auf der Farm eingeschlafen, das bringt wenigstens nicht so viel. Minen, dafür kriege ich Minenstufe 2. Recyclingmaschine, nice. Ich habe Minenstufe 2. Zwischen Stufe 4. Mine? Du bist nicht Mine Stufe 4. Nein, Fischen Stufe 4, habe ich gesagt. Ja, ich bin Mine Stufe 2. So. Wir haben wieder Geld. Ja, und ich habe einen Brief, was... 2G für die ärztliche Untersuchung. Toll, du hast uns 2G gekostet. Ja, ich soll besser auf mich aufpassen, sagt er. Ich guck mal, was der Fernseher sagt. Wetterbericht. Ich habe keine Penalty oder sowas gekriegt. Nee, ich auch nicht. Ich möchte, dass ich irgendwas sehen würde. Ich glaube, du kriegst keine Penalty, wenn du auf deiner eigenen Farm umfällst oder so. Oder es geht vielleicht noch nicht im... Ich gehe heute nicht in die Mine. Sag er mir, nachdem ich alles gegossen habe. Ich nehme das Waldschwert erstmal. 8 bis 18 Schaden plus 2. Ich habe dir ein Schwert hingelegt, was besser ist als das Standardschwert, ne? Ja, aber solange ich nicht brauche, muss ich nicht mitnehmen. Glaub, was machst du heute? Dasselbe, was ich jeden Tag mache. Ich versuche, die Weltherrschaft an mich zu reißen. Wir sind jetzt bei 17 Minuten. Ja. Wollen wir die Folge eher zu Ende machen? Du könntest, hast du schon einen Ofen gebaut? Nee, ich baue einen Ofen. Okay. Kann ich jetzt schon einen Ofen bauen? Habe ich genug Zeug dabei? Ja. Wie viele Kupfererz haben wir? Haben wir genug Kupfererz eigentlich mittlerweile? Bestimmt. 50 Kupfererz, ja, das sollte reichen. Ich brenne mal. Das da rein, das da rein, das da rein, das und das da rein, das da rein. Haben wir das alles schon gezeigt? Ja. Die Geoden da rein, das auch da rein. Oh, ich kann die Katze streicheln. Achso, warte. Können wir Tieris doppelt streicheln? Das weiß ich nicht. Gieß den Ofen! Hä? Gieß den Ofen! Ich hab mal noch einen zweiten Ofen gebaut, ne? Ja, geht schneller. Doppelter Ofen, doppelte Geschwindigkeit. Achso, gib du auch mal. Warte mal. Gib du auch mal das nächste Kupfererz rein, bitte? Damit du den, das Dings bekommst. Das geht nicht, ich habe keinen Ofen gebaut. Ach so, ja, du hättest den zweiten Ofen gebaut. Außerdem habe ich die Quest, nicht mal. Ich glaube, ich muss erstmal eine Vogelscheuche bauen. Du kannst auch eine Vogelscheuche bauen. Dafür brauche ich Kohle, oder? Ja, ich mach einfach ein bisschen Farmarbeit hier, so ein bisschen sauber. Nein, wir können jetzt sagen, wir gehen einfach nachher dann gemütlich nochmal zu Gunther und gucken mal, ob das funktioniert mit dem Eis. Mit dem Eis? Achso. Ich kann keine Vogelscheuche bauen, ich bin noch nicht auf meinem Level, ist noch nicht hoch genug. Achso, stimmt, das ist Farming Level. Ja, ich brauch Farming Level 1. Ich hab kein Farming Level 1. Da musst du das nächste Mal einfach ein bisschen was ernten, das geht schnell. Ja, das mache ich, wenn wir dann große Ernten haben. Das reicht eigentlich schon. Guck mal, die 15 Parsnips, ich glaube, du brauchst 10 oder 11 Parsnips dafür. Also push du dich erstmal hoch, das ist okay. Ja. Was hast du noch so Schönes aus der Mine geholt? Ein paar Edelsteine. Die können wir sogar später geht. Als Geschenke zum Beispiel nutzen. Ja, ich verwurste mal das ganze Erz, ne? Mach das. Ich habe jetzt ein schnelles Schwert, das ist gut. Das Waldschwert ist ziemlich gut tatsächlich für den Anfang. Eben. Wenn du das Glück hast, so einen Schleim zu finden. So, du gehst da bitte raus. So, dankeschön.
ihr sollt hier auch rausgehen. Zack und zack. So, wir wollten jetzt dann gleich zu Gunther gehen, sagst du? Ja, sollten wir jetzt gehen. Moment. Das passt schon. 20 Minuten. So, dann gehen wir jetzt noch schnell zu Gunther. Wenn du willst, kannst du ja auch deine Gießkanne schon aufleveln oder sowas. Ah, das ist... Wir haben genug Geld und genug Kupfer. Haben wir? Wir brauchen 2000. 2000? Ich glaube ja. Na, dann nimm ein paar Edelsteine mit oder sowas und ein paar, dann kannst du den restlichen Erz noch verkaufen. Ja, das stimmt. Na, die Erze nicht unbedingt, aber... Die Barren. Ich meine, die bringen doch auch ein bisschen was, oder? Das weiß ich nicht. Ich nehme jetzt erstmal das mit und vor allen Dingen die Edelsteine. Die könnten uns ein bisschen was bringen. Wenn nicht, dann nehmen wir die Geoden und verkaufen die. Nicht verkaufen die, sondern... Dings. Entwickeln ja, warte, ich komme, ich bin unterwegs, ich bin nicht so schnell. Nach Catania sind die... Oh! Cutscene für mich. Ich sehe sie auch. Und ich sehe dich da. Oh, hallo. Ich sehe dich nicht. Ja, okay. Die skippen wir mal ganz schnell. Das Community Center. Wir oh, ich muss sie selbst wegklicken. Du kannst sie selbst wegklicken, ja. So, wo bist du? Ja, hier. Da bist du, okay. Ja. Community Center machen wir dann in der nächsten Folge. Ja. Community Center ist toll. Ich habe gar keine Quest da. Gotteslachs dreimal. Haben wir noch nicht. Beziehungsweise kann man bestimmt irgendwo fangen, wahrscheinlich hier im Meer, hier im Fluss. Keine Ahnung, ich kenne mich mit den deutschen Begriffen der Fische nicht aus, das ist ein bisschen problematisch. Bis zum Sommer geschlossen. Okay, dann brauchen wir Pferde dafür. Nee. Dann schmeiß ich mal die Angel hier aus, gucken, ob ich was fange. Warte mal, Werkzeuge verbessern, ja 2000, aber wie viel bringt das jetzt, wenn ich das verkaufe? 160, 200, 400, das sind 600, sind 700... Das ist nicht ganz. So, okay. Ah, verdammt. Ich habe die Gießkanne nicht mit. Hast du eine Gießkanne mit? Ja. Verbessere du mal die Gießkanne. Ach, verdammt. Wir haben keine Kiste. Ich kann uns keine Items geben. Doch, du kannst mir die Bahn schenken. Hast du die dann bekommen? Ich habe das bekommen, das Geschenkte, ja. Okay. Aber du kannst mir, glaube ich, nur einen Bahn schenken, oder? Ich liebe dich. Anscheinend. Hä? Ich liebe dich anscheinend, aber... Hast du einen Kupferbarren? Ja, ich habe einen Kupferbarren. Zwei Kupferbarren. Nice, du kannst mir mehr Geschenk geben. Ja. Drei Kupferbarren. Ach, kauf dir meinen Liebe mit Kupferbarren. Vier Kupferbarren. Siehst du, Suki, so funktioniert das. Wow. Da kennt man dir auch, dass er beschäftigt ist, oder kannst du jetzt, theoretisch was Eigenes noch machen? Ich kann was Eigenes machen. Oh, nice, kannst du. Oh, das ist super. Ah, ich könnte ihn auch was verbessern lassen, wahrscheinlich sogar. Ich lass mal noch ein paar Geoden aufbrechen. Mach das, ich schmeiß die Angel. Die Omni-Geode war voll der Reinfall. War das neu? Nein. Das war nur Kupfer, und das war nur eine Arbeitsbeziehung. Das ist eine Arbeitsbeziehung. Fragst du mir. Ja, nein, lass ihn doch. Lass ihn doch auch mal ein bisschen Spaß am Leben, ja? Mensch, Suki, sei nicht so. Hier ist so ein Schwarzbärsche. So, ich. Schwarzärsche. Oh, jetzt ist er bei mir auch nicht mehr da. Aber ich kann trotzdem noch. Oh, Mafi, komm mal rein. Wo? Zu Gunther. Nicht gut, zu Gunther, ja. zu Clint. Ist verschlossen, ich komme nicht rein. Ah, okay, weil er jetzt arbeitet. So, aber wir wollten eigentlich die Folge beenden, ne? Genau, und zwar genau hier. Right here, right now. Stell dich hin, wie du gucken willst. So. Ja, perfekt. Ganz, ganz nah Händchen haltend. War es das heute wieder? Ich finde, das sollten wir als Thumbnail nehmen. Das sollten wir jetzt nehmen, dann einmal upscreen, bitte. Na, wir haben doch die Videos dann. Oder so. Und dann würde ich sagen, wie immer, schaut auch bei The Bardrock vorbei. Lasst ihm ein Like oder ein Kommentar da. Lasst mir auch ein Like oder ein Kommentar da. Guckt bei
Twitter, ich wollte gerade sagen WhatsApp, aber nein, guckt bei Twitter, BloodyFox13. Könnt auch gerne zu WhatsApp Wartburg reingucken. Auch auf Twitter findet ihr immer die aktuellen Ankündigungen zu Streams auf twitch.tv/BloodyFox13. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal. Und jetzt darf der Wartburg noch was sagen. Ja, und ich verabschiede mich auch, da du meinen Satz ja schon am Anfang gesagt hast. Bis zur nächsten Folge denke ich mir was Eigenes aus. Okay. Ciao. Bis dahin. Tschö, tschö. Tschö.